Ja, hallo ihr Lieben, ich habe hier drei Felden zu Gast. Den Stefan, die Luisa und die Elina. Erzählt mal, was macht ihr heute? Was habt ihr heute vor? Also, heute war erstmal ein närrischer Wochenmarkt. Man hört es draußen vielleicht auch noch ein bisschen im Hintergrund. Die sind noch am Feiern. Da haben wir einen Auftritt gehabt, einen Felbetanz. Und jetzt waren wir gerade im Anna-Haag-Haus, wo die Kinder im Kindergarten waren. Mehrgenerationenhaus, und haben die da ein bisschen unterhalten. Und ja, dann gucken wir jetzt, wie es mit dem Programm weitergeht. Die Hauptsache ist ja heute Abend ein Skübeles-Rennen und davor Narrenbaumstelle und Rathausstorm. Das ist halt am schmutzigen Donnerstag unser Standardprogramm und immer wieder gut. Luisa, die ganze Familie macht da mit? Nein, also Mama ist zu Hause, aber wir drei machen mit. Ihr drei macht mit und zwar schon immer. Elina, wart ihr schon als Kleine dabei, als kleine Felben? Ja, also eigentlich war ich von Anfang an dabei, wegen Papa. Und ja, wir waren dann halt schon, mit so einem Jahr sind wir dann schon im Häs rumgerannt und wollten halt immer mit, wenn wir mit durften. Aber man muss schon was machen, oder? Ihr lernt auch, ihr übt. Ihr übt auch. Das ist tatsächlich richtig, was ihr machen müsst, oder? Ja, wir mussten jetzt gerade erstmal den Hund hier die Maske klauen. Sag mal, ihr müsst schon richtig üben, oder? Man kann jetzt nicht einfach nur da hingehen zur Fastnet, oder? Man muss schon was lernen. Also für den Felbentanz, da gibt es Proben. Ja, und dann gibt es schon Pflichtveranstaltungen, nicht unbedingt. Am wichtigsten ist das Einhalten von der Häsordnung, dass wir also. Das Häs, das wir tragen, Häs ist ja schwäbisch für Bekleidungsgarnitur, dass wir da achten auf den weißen Hemdkragen, auf den Knoten, auf die schwarzen Schuhe, auf die Handschuhe und so weiter, dass immer alles dabei ist. Und dann gerade schon für die Kinder, diese kleinen weißen Hemden kaufen und immer nach schwarzen Schuhe schauen und so weiter. Da werden dann unter den Eltern auch Tipps rumgereicht. Wo kriegt man jetzt gerade günstig schwarze Schuhe oder dann werden welche vermacht, die halt zu klein sind und so weiter, dass man sich da ein bisschen gegenseitig hilft. Ja, das ist so die Hauptsache, dass halt von Anfang an alles passt. Und das Häs wird richtig selber genäht, oder? Das ist alles von mir genäht hier, was du siehst. Also die Jacke teilweise, die kann man dann ausleihen, also bei den Kindern verleiht man dann immer die passenden Größen. Okay. Aber ich habe viel selber genäht, weil halt die passenden Größen gerade irgendwie nicht da waren. ja, und dann kann man natürlich auch gleich die richtigen Taschen reinnähen und so weiter. Das hat natürlich was. Wir sehen an den Häs, dass es Blätter sind. Luisa, du hast da die Maske auf dem Schoß. Kannst du die mal hochhalten, wie die aussieht? Ja, Wahnsinn. Was ist denn das eigentlich für eine Maske? Das sieht ja aus wie Holz, oder? Das ist ein Weidenbaum eigentlich. Und Die Masken sind auch handgemacht. Das sind Maskenschnitzer, die aus Linderholz diese Masken herstellen. Und meine zum Beispiel ist für mich auf Maß geschnitzt worden. Also die passt mir extrem gut. Die von den Kindern jetzt, das kannst du deine auch zeigen. Das sind alles Unikate, denn die sehen ja alle unterschiedlich aus. Das sind auch drei verschiedene Schnitzer jetzt hier. Ah. Drei Generationen. Weil die Kinder haben jetzt innerhalb der Familie die Maske schon vererbt gekriegt. Also so richtig, wie das in traditionelle Fastnetsorte üblich ist, dass man dann also innerhalb der Familie auch Stücke weitergibt und die weiterträgt, weiter auf Gast geht damit, was natürlich auch der Sinn der Sache ist. Dafür sind sie ja gemacht worden. Aber ja, alles Handarbeit, also Kunsthandwerk ist an der Fastnet wahnsinnig wichtig für alles, für die Häsmaler, für die Strohschuhmacher, für alles, was es so gibt. Und auch der Rätschermacher zum Beispiel ist bei uns direkt in der Zunft. Also auch eine handgemachte Rätsche. Genau. Rätsch mal einmal, damit das man hört, wie sich das anhört. Wahrscheinlich über die Mikrofone furchtbar immer. Und aber das war wirklich schon richtig laut. Und sag mal, man kann es auch nicht einfach sich in Häs anziehen, oder? Man wird da richtig getauft, man wird zum Felbe. Wie läuft denn das ab? Also wenn man gerne Felbe werden möchte, kann das nicht jeder werden, oder? Man muss doch, da schon. Doch, also es kann jeder werden. Wir haben auch Leute wirklich mit migrantischem Hintergrund aus den Philippinen. Wir haben ganz stolz unseren ersten Deutsch-Türke, Emra, herzliche Grüße.
das ja aus dem muslimischen Bereich auch etwas weiter ist zur Phase, weil sie ja christlich in der christlichen Kirchenkalender eingebettet ist. Wir sind also sehr, sehr offen, es darf jeder zu uns kommen. Allerdings muss der erstmal eine Leihphase machen, Leihheistrage, Probephase machen, weil es kann ja alles Mögliche sein. Manche kriegen unter der Maske Platzangst, manche bekommen so irgendwie den Eindruck, es ist nichts für sie oder haben sich es anders vorgestellt oder so. Und bevor ich hunderte von Euro ausgebe für Häs und Maske und Rätsche und alles und mir das alles zulege und dann plötzlich merke, hoppla, ist es noch nichts für mich, ist diese Leihphase, diese Probephase eingeführt worden. Dann muss man sich auch zwei Bürger suchen, die dann sagen, ja, ist in Ordnung. Und hat dann auch unterschrieben im Nachzeugnis. Ja. Gibt es da auch so einen Verhaltenskodex, wie man sich als Felbe verhält? Grundsätzlich gilt an der Phase der Grundsatz, jedem zur Freude und niemand zum Leid. Ah, schön. Grundsätzlicher Punkt, den wir haben. Und dann, es geht unter diesem Motto einfach darum, nicht über die Stränge zu schlagen, nichts zu machen, das Leuten schadet, das irgendwo auch weil man ja den Ruf der Felben, genau. Wenn man ein Kostüm trägt, dann, also wenn man das Häs trägt, dann bekennt man sich ja zu einer Gemeinschaft und ist verantwortlich dann auch dafür, sich anständig zu verhalten. Also wir haben das Cannstatter Wappen hinter auf dem Rücken drauf, das repräsentiert natürlich was, da ist auch eine Verantwortung natürlich damit verbunden. Und letzten Endes kommt die Phase ja aus dem Hofnarrentum auch. Mhm. Also Till Eulenspiegel und so weiter. Das heißt, das ist ein rügerechtes Narren, das ist was Schlaues, das ist was Intelligentes, das ist was auch geistig Anspruchsvolles, Humorvolles und so weiter. Es geht also nicht primär irgendwie darum, die Sau rauszulassen, um jeden Preis, sondern da hat Phase noch ganz andere Facetten und das ist auch gut so. Und ich werde auch getauft als Felbe, oder? Es gibt ja die Felbentaufe. Ja. Das heißt, erst habe ich diese Probephase und dann kann ich mich taufen lassen. Dann wird Häs genäht, dann geht man schon mal zu den Häsen am Wochenende. Okay. Mein Bruder ist da derjenige, der den ganzen Leuten beibringt, wie sie ihre Häsen näht. Wie lange braucht man, um so ein Häs zu nähen? Da, so zwei Wochenende sind angesetzt. Mit Auftrennen vorher und so weiter. Weil man das ja mit anderen zusammen macht, man kann dann immer sofort an die Nähmaschine ran und so. Mhm. Aber das reicht, um ein Häs zu nähen mit Kopftuch. Das ist okay. Das kann man sich also nicht kaufen, sondern das muss man sich selber. Das wird selber hergestellt. Und dann wird die Maske bestellt und so weiter. Das ist ein langer Vorlauf. Und dann ist es so, dass am 6. Januar, wenn die Phase anfängt, wir uns ja um 6 Uhr morgens im Küblerhaus zum Frühstück treffen. Und den Poltergeist weckt und danach ist die Taufe der Neuen und auch die Wiederholungstaufen der 10-Jährigen, der 25-Jährigen vor dem Küblerhaus. Gibt es auch Bilder und Filme. Das heißt, ihr beide seid auch getauft? Noch nicht. Nein. Noch nicht? Das heißt, ihr habt irgendwann die Taufe vor euch? Ja, so mit 18 darf man, glaube ich, getauft werden. Mit 18, ja. Mit 18 darf man getauft werden. Und dann kann man auch eine eigene Maske machen lassen, aber man kann auch mit der weiter rumlaufen, die man vielleicht vererbt hat, weil das vielleicht nochmal was Besonderes ist, weil die von einem alten Maskenschnitzer ist, der das vielleicht nicht mehr macht. Yeah. Und dann hat man auch ein Teil, was keiner mehr hat, weil das ja auch verschiedene Stile sind, wie die schnitzen. Aha. Was ganz Besonderes dann. Ja. Und dann werden, also erst die 18-Jährigen werden dann richtig die getauft. Die dürfen dann auch getauft werden, genau mit den Neuen zusammen, die schon über 18 sind und den, wie gesagt, 10-Jährige, 25-Jährige. Ich habe 2028 das 50-Jährige, gespannt, wie das dann ablaufen wird. Aber auf jeden Fall ist es eine lustige Veranstaltung draußen mit Cannstatter Sauerwasser, muss man und schon morgens sagen. Früh. Ja, genau. Man hat dann so ein großes Kübel, ich habe da die kleine Variante davon. Da ist dann Sauerwasser drin, da sagt man dann, ich trinke aus dem Henkeltopf, damit ich werde ein rechter Narrentropf. Und dann trinkt man das aus. Meistens war es dann zu laut, zu leise, zu langsam, zu schnell gehaspelt, überbetont, das Komma hat gefehlt. Keine Ahnung. Müssen Sie nochmal machen. Müssen Sie nochmal. Und dann geht es durch das Spalier der Narren und dann wird man noch mit ein bisschen Wasser, jeder hat da so ein kleines Gefäß, noch von außen getauft, also die sind dann zum Schluss schon richtig nass. Und dann geht es im Grunde los. Wie viele Felben gibt es ungefähr? Auf dem Papier, glaube ich, über 300. Wow! Aber wir, so bei Umzüge, bei großen Narrentreffen, sind wir jetzt schon wirklich mit deutlich über 100.
am Umzug unterwegs, wenn man sieht, woher wir kommen. Also die Gruppe wurde Ende der 70er neu aufgesetzt. Cool. Macht es schon stolz, ja. Elena, du wolltest auch gerade noch was sagen. Und je mehr man von dem Wasser dann trinken muss, desto lustiger wird es hinterher dann auf der Toilette. Ja, Sauerwasser ja. Hat medizinische Wirkung, ja. Oha. Das stimmt. Aber Sauerwasser ist ja eigentlich auch Heilwasser. Ja, das ist auch gesund. Das reinigt euch dann von innen. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Okay, und das macht ihr also jedes Mal, wenn die Narrenzeit wieder losgeht, dann guckt ihr, ob euer Häs noch in Ordnung ist. Genau, das gibt den Häs-TÜV. Ah, ein Häs-TÜV jedes Jahr. Ja, im Dezember dann, November, Dezember. Da bekommst du den aktuellen Bändel. Ja, und jeder hat eine eigene Laufnummer. Laufnummer, mit Häs-Nummer und Jahreszahl. Ach, wie schön. Das heißt, ist die Berechtigung, dann an der Phase teilnehmen zu dürfen, weil das Häs in Ordnung ist. Mhm. Wenn es nicht in Ordnung ist, muss man nacharbeiten. Kommt schon mal vor, weil man verliert Plätzle auch mal beim Aufsteher, beim, keine Ahnung, Hinsitzen, wie auch immer. Und so ist das dann halt. Sehr schön. Und dann lernt man den Felpentanz. Ist das immer der gleiche Tanz oder hat er sich mal verändert? Das ist jedes Mal das gleiche. Aber im Herbst ist das so einen Monat lang oder so. Da treffen wir uns jeden Donnerstag abends eher. Und dann tun da die Kinder, also es gibt Kinder und Erwachsenen, Gruppen, sag ich mal so, und dann wird halt die, wo es nämlich können, beigebracht und dann macht man auch schon die Aufstellung dann für den 6. Damit nichts durcheinander geht. Ja, damit nichts durcheinander geht, und wenn man mitgetanzt hat, dann bekommt man dann hier so einen Tanzorden. Und da kommt immer einer dazu. Ja, jedes Jahr, wenn du mittanzt. Oh wow, wie viele Tanzorden hast du da schon? Ich mache seit 2016, das sind jetzt 6. Toll, toll. Hast du auch schon einen Tanzorden? Nein, es gibt ja auch Felden, die nicht mit tanzen. Ich bin eine davon, ich tanze da nicht mit. deswegen habe ich hier auch nichts an meiner Maske. Aber was machst du anstatt tanzen? Du gehst mit rumlaufen und rätschen. Die Kinder dürfen sich entscheiden, da wird kein Druck aufgebaut. Wenn es Spaß macht, sollen sie es machen, wenn nicht. Nach der Taufe muss jeder 3 Jahre tanzen. Das ist so, da ist einfach eine gewisse Verpflichtung dahinter. Auch die Großen, die Erwachsenen auch. Dass die dann einfach mittanzen müssen. Und manchmal ist es gar nicht mal so schlecht, wenn dann jemand mal nicht mittanzt, weil er kann dann auf die aufpassen, die vielleicht oder so, auf so kleinere, die vielleicht mal nicht mittanzen können, sag ich mal. Wie alt sind denn die Kleinsten? Von Geburt an, wenn die Eltern dabei sind, dann ist es von Geburt an quasi. Aber jetzt so, die wo öfters dabei sind, das sind dann schon so, also von so 2 bis 6, also da tanzen die auch schon mit, teilweise an der Hand von ein bisschen von Kurseren oder den Eltern. Ach, wie cool. Aber ansonsten, die sind dann auch öfters dabei und das ist dann natürlich auch immer fürs Publikum was Schönes, wenn da so kleine Kinder... Voll, das sieht ja auch so süß aus, wenn die dann... Und da gibt es auch wirklich eine Geschichte dahinter, die Felpensage wird auch aufgeführt vorne am Neckar. Genau. Am Sonntag, da kann man sich mal die Geschichte, die da ist, auch anhören. Ja. Die wird ja richtig inszeniert, da kann man rüber laufen und sich das mal live anschauen. Seid ihr da auch dabei? Ja, klar, da gibt es auch einen Felpentanz. Zu den Masken nochmal, es gibt ja verschiedene Masken. Es gibt ja es gibt Kopftücher für die ganz Kleinen. Für die etwas größeren. Weil die Kleinen müssen nicht die schweren Masken tragen. Ja. Also für die Kindergartenkinder sind es dann Kopftücher. Ab der Grundschule gibt es dann so mit Plätzler. die Luisa möchte es erzählen. Die sind halt danach, wenn man so 6 ist ungefähr, 5, bekommt man Stoffmasken. Die sind dann nur mit solchen Plätzler. Und wenn man dann nochmal älter ist, ich habe es jetzt zum 10. Geburtstag, glaube ich, bekommen, habe ich dann wieder bekommen. Wie cool, das ist also auch was Besonderes. Ja. Die ist vom Onkel, Und jetzt haben wir gerade schon im Hintergrund vielleicht gehört, es gibt auch einen Narrenruf. Ja. Und den würde ich mal gerne von euch hören. Könnt ihr den alle drei zusammen? Kriegt ihr das hin? Na, versucht's mal. Cannstatt, Kübler, Felber, Köpf.
Mucker sind doch arme Tröpf. Nari, Naro, Ahoi. Tschüss. Tschüss.